Okay, Leute, es geht hier weiter. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir hier schon angefangen, sauber zu machen. Und der schlägt nicht zurück. Das finde ich schön, dass es endlich mal wieder einen normalen Trainer gibt, der nicht irgendwelche komischen Hüpfbewegungen macht. Das macht mich ja ganz kirre. Enrique. Weil die waren wahrscheinlich so lange in den Bunker eingesperrt, dass die jetzt wirklich wahnsinnig werden. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Wohin genau? Viele sagen ja, wohin genau? Der ist auch manchmal eine harte Nuss. So, warum geht da eigentlich der Strich immer langsamer bei solchen Pokémon? Hängt es wahrscheinlich von der Verteilung ab, wie der Strich, in welcher Geschwindigkeit der Strich abnimmt. Ich sag immer der Strich dazu, weil es einfach so witzig ist. Es ist ja so alles so witzig hier. Was ist eigentlich? Haben wir jetzt alle? Gebasht. Oh, den noch nicht. Den hätte ich beinahe vergessen. Aber auch sowas von. So, das war jetzt langweilig irgendwie. Und da geht's nicht lang. Wo geht es denn dann lang? Ja, da. Und sonst, ja, hier sind noch ein paar Items. Das sollte man nicht vergessen, es gibt hier Beleber. Einen alten Ofen, der nicht mehr verwendet wird. Dann gibt es da hinten noch ein Item. Wenn wir da runter gehen, gibt es noch ein Item, nämlich Traumfresser. Und noch einen Stein zu verschieben. Nur irgendwann kann ich keine Let's Plays mehr aufnehmen, weil mir dann nämlich die Speicherkarte fehlt. Ja, 16 GB sind beinahe voll. Oh mein Gott, jetzt mache ich schon Beats, also das ist ja furchtbar. Aber das eignet sich ja sehr gut. Aus dem Hintergrund. Puh!
Na, erschrocken? Trainer, der du unser Schloss vollkommen zerstört hast. Mich hast du jedenfalls erschreckt. Wer erschrickt, wird für eine Weile aus der Bahn geworfen, egal ob Mensch oder Pokémon. Und dann ist man nicht mehr im Vollbesitz seiner Kraft. Wir wollten die Leute überraschen, indem wir unser Schloss erscheinen lassen und ihnen das legendäre Pokémon zeigen. Dadurch wollten wir ihnen die ganze Macht von Team Plasma vor Augen führen und eine neue, fantastische Welt zeigen. Das sollte sie tief im Herzen berühren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nachdem ich deine Stärke und die der Arenleiter gesehen habe, frage ich mich, ob unser Plan wohl Erfolg gehabt hätte. Braucht man genau diese Stärke, um die Pokémon auf die nächste Stufe zu heben? Tut mir leid, falls ich dich mit meinem Geschwätz langweile. Hier, das will ich dir geben. Schwertanz. Der Traum von N. Du hast ihn zunichte gemacht. Vergiss das niemals. Jetzt kommt der gute Lebelle. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über Team Plasma erzählen, was du weißt. Der Traumdunst, den das Somnivore absondert. Dadurch bescherte Träume sind nichts weiter als Schäume. Nur Träume, die man aus eigener Kraft in die Tat umsetzt, werden schließlich wahr. Danke. Abgesehen von Gates beträgt die Anzahl der Mitglieder der 7 Weisen noch 4. Ich würde zu gerne wissen, ja, was in den Kopf so geht. Bis zum nächsten Mal und gut. So, dann besuchen wir als nächstes die Kühlkammer. Oder? Liegt die als nächstes auf dem Weg? Ist die als nächstes angesagt? Ja, erstmal die Tiefkühlkammer. Denn da versteckt sich noch einer. Auch noch einer. Eigentlich fast alles Orte, an denen Team Plasma waren. Außer halt auf dieser Wasserroute da. Und sonst noch. Da ist sicher noch irgendwas. Kommen hier Pokémon vor? Ich glaube nicht. Wieder reingehen, da ist er ja schon. Der Viola Seus, also ja, du schon wieder? Du kommst vor lauter Wissbegier ja kaum zur Ruhe, Trainer. Lass mich deiner Neugier Genüge tun, indem ich dir was erzähle. Man atmet ein und atmet aus, das Herz schlägt. Man lebt, als man existiert. Mehr geht doch nicht. Das allein gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Und sich wirklich lebendig zu fühlen, um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Brandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es Gates, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wie du siehst, zittere ich. Ich leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Warum läuft er die ganze Zeit? Die Pokémon und die Menschen leben zusammen. Sie helfen und vertrauen einander. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich mich aber dann frage, besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, den Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist ein Widerspruch, der mir erst jetzt im Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erst einmal nachdenken möchte. Du bist ein wirklich guter Zuhörer. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankbarkeit. TM01. Master N hat mir einmal Folgendes gesagt. Er möchte, dass die Pokémon die Möglichkeit bekommen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Aber irgendwas sagt mir, dass die Pokémon dies auch mit der Beziehung, die zwischen ihnen und den Menschen derzeit besteht, anstreben können. Und da kommt auch schon wieder Lebelle. Also, ich bin von der internationalen Polizei und möchte, dass du mir alles überzählst. Erzählst. Ja. Mir wird es hier zu kalt. Ich habe das große Zittern und Schlottern mittlerweile echt satt. Wenn du mir ein wenig Zeit zum Überlegen gibst, erzähle ich dir, was ich weiß. Bring mich also bitte hier raus. Warum geht das jetzt nicht raus? Ich meine, ist noch nicht abgeschlossen. Vielen Dank.
Abgesehen von Gates beträgt die Anzahl der Mitglieder noch der sieben Weißen noch 3. Ich würde zu gerne wissen. Ja, ist gut. Erzähl mir nicht immer dasselbe, du Roboter. Vielleicht schaffen wir ja noch 2. Das wäre lobenswert. Dann begeben wir uns mal auf zur Elektrolithöhle. Ja, ja, da gibt es wieder einiges zu sehen. Ach so, ich habe keinen Schutz aufgetragen. Nein! Also wir sind gut unterwegs, was die Inhaftierung aller angeht. Also Lebel ist da auch viel härter als Turner, da lässt die auch nicht frei. Und hier erleben wir auch erstmals, wie ein Weißer beschützt wird. Denn einige Team Plasma-Mitglieder, also normale Mitglieder, sind noch unterwegs. Und ziehen ihre Schatten im Hintergrund. Ich weiß, es ist vom Panaero. Ja, es ist von Panaero wirklich leichter, aus das zu erreichen. Deswegen gehen wir auch mit Panaero rein. Ich kann eigentlich nichts anderes machen, außer die Musik zu singen. Das ist praktisch eine Klemme, in der ich stecke. Ah, ne, das ist nur wieder der geheime Ausgang. Da runter geht's. Ich freue mich auf Pokémon Schwarz-Weiß 2, weil es ist wieder was ganz Neues. Und dort gibt es auch die Funktion, wie nennt sich das nochmal, die Funktion, wenn der Schutz ausgeht, gleich neuen Schutz draufzulegen. Ist da nicht normalerweise einer? Ne, ich glaube, das ist noch weiter vorne. Genau. Hi, Kumpel. Bei unserer letzten Begegnung in Strato City hast du keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber hier in der Elektrolithöhle hat Meister Gates dich ja schon ordentlich auf die Probe gestellt. Ich möchte mich da noch einmal selbst vergewissern und überprüfen, was du wirklich zu bieten hast. Los, Team Plasma, kommt raus! Was habe ich gesagt? Werter Aquilius. Aquilius. Wenn ihr gestattet, übernehme ich das. So, müssen wir jetzt nochmal gegen beide kämpfen. Es gibt dann nochmal den Weißen, der von Team Plasma Schergen beschützt wird.
Und wir legen noch einen drauf. Wow, mit diesem Kind ist wahrlich nicht zu spaßen. Ist dir eigentlich bewusst, dass ich deinetwegen jetzt ein Ex-Mitglied von Team Plasma bin? Ich möchte, ist nicht schön, ein Ex zu sein, das sage ich dir. Sag du mir lieber, wie du gedenkst, das wieder gut zu machen. Oh, ich würde dich noch weiter degradieren, also sagen wir mal so zum Ex-Ex-Mitglied, also das sind gleich zwei Ex. Ist das nicht schön? Oh ja. Nicht besser sind sie geworden. Du wurdest soeben Zeuge, wie ein Ex-Mitglied von Team Plasma von einem normalen Pokémon-Trainer zu einem normalen Pokémon-Trainer geworden ist. Unsere eigenen Pokémon stürzen sich für ihre Trainer tatsächlich genauso engagiert in den Kampf wie alle anderen. Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass ich sie glatt übersehen habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich möchte mich hiermit gerne bei dir erkenntlich zeigen. TM69 Steinpolitur. Ich frage mich, ob Meister N mittlerweile begreift, dass die Pokémon für ihre Trainer tatsächlich ihre letzten Kräfte mobilisieren, selbst wenn sie verletzt sind. Und da kommt wieder der Gute von der internationalen Polizei, da sagt wieder das Typische, nun, ja, also was ich das mal. Bitte vergib diesen niederen Handlangern, die Team Plasma den Rücken gekehrt haben und nun versuchen, sich aufrichtig den Pokémon zuzuwenden. Wer den Pokémon nicht ehrlich begegnet, gilt meiner Meinung nach auch als Verräter. Ja, ist schön. Und wie das weitergeht, Leute, erfahrt ihr im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.